Hi ho und herzlich willkommen hier in Joraikos Staubstube zu einem weiteren Pokémon Reborn Part. Ich bin Joraiko, der Mann eurer Wahl, wenn es um Pokémon und schwere Spiele geht. Und ich bin heute ganz glücklich. Nicht nur, weil mich dieses tolle Team durch Eier gebracht hat, sondern auch, weil ich das erste Mal in der Geschichte der Staubstube mit dem neuen Mikro aufnehme, das sich hier befindet. Seht es mir nach, wenn ich heute noch etwas mehr als sonst nach links auf meinen Kontrollbildschirm gucke, denn ich möchte heute genau verfolgen, wie macht sich dieses Mikro so, wie funktioniert es so, wo muss ich die Obergrenze setzen, wie ist die Lautstärke einzustellen, all diese Dinge werden wir auditiv ertasten, damit ich für euch das bestmögliche Ergebnis raushole. Ich habe es jetzt entgegen der Geldnot, die ich eigentlich habe und wegen der ich das Mikro eigentlich zum Verkäufer zurücksenden müsste, habe ich mich jetzt entschieden, komm, du willst es jetzt, du willst dieses kaputte Drecksding nicht mehr, das du seit 2 Jahren benutzt. Die Tonstörungen, die andauernden, das Rauschreduzieren wegen dem Grundrauschen des kaputten Mikros. Hier gibt es kein Grundrauschen mehr, ich muss wahrscheinlich nicht mehr nachreduzieren, das Rauschreduzieren, weswegen die Qualität an sich schon besser ist. Und ich hoffe, das schlägt sich für euch nieder, die 2, 3 Zuschauer, die hier zuschauen. Ich bin sehr dankbar. Gut, wir gucken mal, wie nah ich dran sein muss. Wir finden das alles raus. So. Ich habe das großartige Team erwähnt, das uns durch Eier gebracht hat. Jetzt haben wir sage und schreibe 5 Orden von 18. Doll. Die beiden machen hier noch ein bisschen rum und wir verschwinden, nachdem wir unser Team ausgetauscht haben. So, vielen Dank. Hier. In die Ersatzbox mit ihnen. Sie verdienen es nicht länger im Team zu sein. Okay, zu dieser ganz entspannten Arena-Musik können wir einmal Qualy wieder reinholen. Und ja, Duck, wenn es sein muss. Bina auf jeden Fall. Kiki Sucks habe ich erstmal genug gespielt. Veganer Pudding auf jeden Fall noch. Und dann will es natürlich die Tradition, dass wir uns Aya selbst in die Reihen stellen. Und da muss man einmal rausfinden, was da denn vielleicht ganz gut funktionieren könnte. Ich hätte da schon so eine Idee. Aber, ihr habt es vielleicht kurz gesehen, ich habe einmal Firefox geöffnet. Um nochmal kurz Ayas Pokémon nachzugucken. Aya, Pokémon Reborn. Kein Problem. So, sie hatte ja... Wen hat sie alles dabei? Zeig mal an. So. Wir hätten ein Nidoqueen, wir hätten ein Toxapex, ein Venusaur. Als Pizzajuice haben wir ja schon. Ah ja, ich könnte mir schon denken, welches wir nehmen. Und was auch ganz gut zu Aya passt. Okay. Machen wir so. Können wir gut gebrauchen. Gehen wir einmal zu D und holen uns selbstverständlich Tragalge rein. So. Dankeschön. Dann haben wir jetzt einen Giftdrachen im Team, namens Aya, der leider männlich ist. So soll es nicht sein. Aya identifiziert sich wahrscheinlich als Female. So. Ja, wunderschön. Wir machen einmal den Shiny-Check. Ja, sieht ein bisschen mehr nach Aya aus, oder? Weil sie keine gelben Haare hat. Wir lassen das mal so. Okay. Ja, klingt auch etwa wie Aya, wenn sie am Boden ist. Wir haben hier den Special Attack Wert natürlich oben. Special Defense, das ist ganz gut. Speed leider gar keinen. Poison Point. Attackers making direct contact may be poisoned. Das gefällt mir sehr gut. Das ist bei Aya ja ebenso. Und wir haben Toxic naturell mit Sludge Bomb, Aqua Tail und Hydro Pump. Das ist eine extrem gute Mischung, die ich gar nicht weiter durchmischen möchte und erweitern möchte. Veganer Pudding können wir da erstmal wieder ablegen. Wir haben jetzt, denke ich, unseren Giftmischer. Dann gebe ich Sonic noch eine Chance.
Das ist. Der ist mein Guilty Pleasure. Gut. Noch ein bisschen Medizin und dann geht's endlich weiter. Ihr habt wieder lange genug gewartet. Im doppelten Sinne, sowohl auf den Part als auch darauf, dass ich endlich mal anfange. So. So. Jetzt bist du wieder einsatzfähig. Sonic. Swordstance. Naja gut, Sonic würde niemals dazu kommen, das einzusetzen. In keiner Situation. Er wird immer der Schwächere sein. Nicht so ungut, Sonic. Ebenso wie Biene. Weswegen ein Encore auch wenig Sinn macht. Maximal für Doppelkämpfe. Volt Switch. Das hingegen lasse ich mir gefallen. Gut. So lassen wir es. Weiter geht's. Wir haben ein paar Freunde zu retten. Okay, wir müssen dann jetzt auf dem regulären Weg zurück, nehme ich mal an. Und Topschutz einsetzen, ganz wichtig. Nee, dankeschön, 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 tschüss. Ist Ihr Seed jetzt weg? Ja, großartig. Geil! Naja, lassen wir das mal so stehen. Gut, wir haben Ace in die Schranken gewiesen. Wir haben Aya mehr oder weniger gern in die Schranken gewiesen. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier keine eventuellen Story-Events auslasse, wenn ich mich durchdebugge. Gut, hier kommt man aber auch. Kommt man hier irgendwie raus? Nö. Doch, hier muss man doch irgendwie rauskommen. Wie kommt man hier raus? Da. Natürlich. Das friedlich durchspielte Wasteland mit harmonischer Musik angeklungen, lassen wir jetzt hinter uns, um wieder in den Untergrund vorzudringen, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Ja, ja, dankeschön. Durch das Gebäude müssten wir wieder hochkommen. Danke. Moin. So. Alles klar. Und wir sind raus. Kane wartet. Sorry. I watched you go inside and I just couldn't stay. When I was over there, staring down the front door in all its menacing grandeur, I thought, wow, I really didn't think this through. Not a single part of it. I came here because I felt like I had to, and not only did I not do anything, but there was nothing to do. But all this running around, trying to save the kids, even the whole bit about challenging the league. It's just been reacting to my system senses one after another. No clear path, just running in circles. Even that's still easier than staying back there though. And at some point I realized, if I keep going, and I have to, I'd have to fight Aya too. The plight badge, right? The funny thing is, I still have that badge from my time, albeit brief. Several of them, in fact. I doubt they are valid in any technicality, but who would know, right? Also, ich würde sie annehmen. You know, you already beat her and earned your badge twice. So, hypothetically speaking, if I fight you now, and if I win, that kind of counts, right? Nein! Ach, Kane. Ja, jetzt bekommt der Charakter langsam ein bisschen mehr Tiefe als Musical-Gesänge und perverse Anspielungen. Leider auf meine Kosten in diesem Moment. Ja, das bringt nichts und Qualy verabschiedet sich wieder. Immer wenn ich mir dann mein schwaches Standard-Team reinhole, werde ich vom nächsten Story-Gegner platt gemacht. Es ist wirklich derselbe Kreislauf immer und immer wieder. Ah ja. Wer könnte es besser machen als du? Fire, dann nehmen wir doch Aqua Trail. Schade. Reicht immer noch nicht. Ja, das war's. Egal was ich mache, ich werde sterben. Slug. Muddy Water. Dankeschön. Das erste ist besiegt. Primarina Biene. Wird wahrscheinlich nicht stark genug sein, aber wir probieren das.
Genau. Keine Typschwäche und dennoch One-Hit-KO. Das Ding ist gelaufen. Der Kampf ist vorbei. Da muss wieder das Champion-Team ran. Man hat hier leider trotz Debug nicht den Luxus, sich einfach mal die Ersatzbank ins Team zu holen und zu hoffen, dass das lange gut geht. Ja. Toll. Gut, machen wir das. Aya kann drin bleiben, Sonic fliegt raus, Duck fliegt raus, Biene fliegt raus und Qualy fliegt in dieser Situation auch raus. Was haben wir an Champions aufzubieten? Wir haben Geistfeuer. Ja, Wasser. Pizza Juice, dann vielleicht. Ja, könnte nützlich werden. Elektro unbedingt. Julia, einfach ein All-Time-Favorite. Servos, warum nicht, ehrlich gesagt. Gift habe ich schon. Nehmen wir doch nochmal. Thrasia, ist mir nicht stark genug. Shelly, darf vielleicht mal wieder ihr Glück probieren. Auch wenn es vermutlich nicht so gut geht. Ja, ich hoffe, das mit dem Mikro passt. Ist vielleicht noch ein bisschen zu leise eingestellt, aber das finden wir dann im Nachhinein heraus. So. Alles klar. Und durch. Einmal nach links. Nein, nur nach links. Politisch und auch geografisch. Nur nach links. Ja, das hatten wir doch alles schon. Kane, erinnerst du dich nicht? Das konnten die MacherInnen von Reborn auch schon mal besser, die Dialoge beim zweiten Mal anzupassen. Tschüss! Schade! Tschüss! Haben wir wieder Primarina? Okay, Julia, it's booming time! Boomer time! Can't beat this. Was? 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 Warum? Pizzachu wird wahrscheinlich auch ge-one-hitted. Stirb! Danke. Jetzt kann ich nicht tauschen. Ah, das ist natürlich böse. Das ist weniger böse. Kein guter Schütze, unser Freund. Versuchen wir es mit Hydro Pump. Special Angriff ist ja die Stärke von Aya. Und deswegen funktioniert das. Und deswegen bin ich zufrieden, dass wir Aya am Team haben. Meowstic kriegt Cerberus vorgesetzt. Und darf dann einmal mit Crunch zurechtkommen. Vielleicht dann Toxic. Hübsches Shiny nach wie vor. Und der Training Kiss. Einmal funktioniert nicht besonders gut. Wir probieren es mit Dragon Pulse. Cerberus ist auf verlorenem Posten. Wir probieren das mit einer Heilung. Die ich nicht mehr habe. Ich muss unbedingt Potions nachkaufen. Wiedersehen, Cerberus. Gute Arbeit. Sluggy Boy? Sluggy Girl? Shelly? Pizza Juice? Pizza Juice am ehesten. Da passt die Typenkombination einfach sehr, sehr gut. Leech Seed? Jetzt hoffen wir auf etwas Glück. Und dann funktioniert das. Nee. Doch. Nein, doch. Meowstic nochmals. Damit komme ich zurecht. Oh nein, er hat was Dramatisches gesagt. Ich hab's verpasst.
Come on, Pikachu, mach es. Du bist der Anführer. Du und kein anderer. Aiko defeated Pretty Boy Kane. Tragic Boy Kane. That's okay. This was probably a bad idea anyway. Sorry. That was out of line. But you are so cute when you are enabling my avoidance issues. We should probably go. Now that all the fires are put out, we gotta figure out how to get to those kids. I'll just go to the whale net and see if I can figure anything out. Maybe let's not talk about this little excursion ever again. I think I'd appreciate that. Until later. Ja, ich würde das auch ganz gut finden, wenn wir niemals wieder über diese gigantomanisch verschwendete Lebenszeit in dieser Nebenquest reden. Das fände ich gut. Oh nein! Aiko. Hi. Ich werde dich umbringen. Wobei, eigentlich hast du mir ja Gefallen getan. Look, I know you have every reason to hate me, but hear me out. Please believe that I never meant for this to happen. Niemand wollte jemals, dass etwas Schlimmes passiert, wenn er etwas Schlimmes tut. Es waren immer die guten Intentionen, die dazu geführt haben, dass etwas Schlimmes passiert. Kiki never would have... I didn't go to Apophel to infiltrate it for Team Meteor. I really did want to change. And I did... For the worse, I think. It feels like every time I finally get on track, something else happens to kick me off of it. Und er macht die Welt und die Umstände dafür verantwortlich, dass er seine Lehrerin getötet hat. Nicht er ist schuld, sondern die Umstände. Team Meteor found out where I was, so they gave me orders to set up the pulse. You all and Kiki tried so hard to stop it. But I had sabotaged the machine in the first place. I didn't want anyone to get hurt. I liked that place, so I secretly broke the pulse when I installed it. Ja, das macht es natürlich wieder okay. Whipped the entire cooling system. Kiki didn't have to die. The Medicham, it's not what you think. But I'm so sorry that it happened this way. It didn't happen this way. You fucking killed them. Und ich bin dafür dankbar, aber lass uns hier nicht die Realität verdrehen, mein Freund. Do you believe? Nein! I guess that's the predictable answer. That's the only logical answer, you piece of shit. Victoria would say the same, I'm sure. And there's one more thing. I had to steal that in order to haul the machinery up there. I regretted it immediately. Even more when I found out Team Meteor is holding Shelly. I want to charge in there, break her out, and tear them a new one. But I won't. I have to find a way to be better than my fears and impulses. So I'm going to make myself scarce. They'll be after me too, now that they know I betrayed them. I'm counting on you to save her in my place. I know it's my fault that half of this happened. More like three quarters. But please help me make it right. Maybe we will meet again someday. Ich fürchte auch. Call, ich fürchte auch. Ja, es hat etwas Ironisches und sagt eigentlich alles über Reborn aus, was man wissen muss, dass wir die Stärke jetzt nach all den Hardships, nach all den Herausforderungen und Abzweigungen von einem Dieb bekommen. Nachdem wir zweimal den Giftorden verdient haben. Egal! So, ich weiß, ich hänge mit den Nebenquests zurück. Es gibt noch so viele Nebenquests, ich habe irgendwie die Übersicht verloren. Ich werde aber zu einem gewissen Zeitpunkt demnächst nochmal off-cam durch die ganze Stadt gehen und alle NPCs nochmal untersuchen und dann jeweils die Session anschalten, wenn ich bei einem NPC bin, der mich weiterbringt. So lösen wir das. Demnächst, irgendwann später vielleicht. Richtig, WhaleNet. Besten. Aber erst Items kaufen. Passt. Okay. Tränke, ich möchte Trinki. Ja, mach mal. Nice. Ach so, ja, hier, bitte, genau, absolut, ja. Aya hat sich's definitiv verdient. Die macht gerade eine richtig schwere Phase durch. Dankeschön. Gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt doch bestimmt wieder neue Trainer. Technology is wonderful, isn't it? We shall all ascend to the mechanical heaven. The Machine God von Deus Ex. Das ist die Erinnerung, die ich da habe. Normal Dragon Balls. Techie Caleb, you poke my machines. Bits and pieces, but a fascinating whole. Dankeschön. Nein! Wanna battle? I'll take you down! Mikey. Mit seinem Togedemaru. Oh, den möchte ich auch bald im Team haben. Aber vorher gibt's einen Dragon Pulse. Wir arbeiten uns langsam an dir ab. Stahl. Natürlich. Tschüss. What? I'll go beat the other trainers here to make myself feel better. Ich muss jetzt erstmal zum nächsten Poker Center durchkommen. Hup, hup, hup. Und brauche ein paar gute Artikel. Dankeschön. Das ist eigentlich schon mein größter Wunsch gewesen. Jawohl. Dankeschön. So. Pocket Center. Ich habe doch einen Debug dabei. Not sure where to head. The next closest gym is in Spinal Town, in the Chrysolia region. Ja, das wird aber noch eine Weile dauern, bis wir da hinkommen. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Kinder retten. Vielleicht noch den ein oder anderen Trainer besiegen? Den ein oder anderen aufmüpfigen? Ja. Hello there. Fancy a battle? I fancy, Lulu. Smiaga. Da reagieren wir mit Hydro Pump. Kein Problem. Munna. Shelly, ich wollte dich auch mal wieder integrieren. Und du machst es ganz wunderbar. What? This wasn't supposed to happen. Army. Army ist der weibliche Champ. Was die damit zu tun hat, weiß ich allerdings nicht. Shelly, Shelly. What? Another trainer? Huh. I guess I'll battle. Danke, Owen. Mit deinem Ninetales. Das früher oder später auch den Weg in mein Team finden wird. Schade, Marmelade. Okay, machen wir es logisch. Danke, Shelly. Du hast nicht aufgegeben. Du hast gekämpft bis zum Schluss und er wusste, dass es so enden würde. Just go pick on Mikey. Ja, der da hinten steht. Schöner kleiner Ingame-Dialog. Haben wir dich schon gehabt? Nee, dachte ich mir doch. Siehst sehr giftig aus. You're getting up there, Trainer. Let's see if you deserve those badges. Siehst aus wie eine Aya-Cosplayerin. Bugpass. Und das funktioniert. Und hier Musk ist der Nächste. Der, die Nächste. Es hat keine Wirkung, merke ich gerade. Es hat keine Wirkung. Es hat keine Wirkung. Julia. Egal, Julia ist zufrieden. Slug. Wunderbar. What? I lost? How is this possible? I must have done something terribly wrong. Das ist anzunehmen, ja. Das ist meistens so, wenn man einen Kampf verliert. Do you hear the voices too? The city is ripe with suffering. Dein Suffering kommt gleich hinzu. Bugbass. Und Dragon Pulse. Mein kleiner Drache Shelly. Jawohl. Komm, den machst du noch, Shelly. Die Dame. Die kleine Geisterdame. Bye bye. Psychic Daemon. You must hear them too, to be that powerful.
They speak and I listen. But what do they mean? I hear whispers. Safe often. I don't understand. Aber die haben recht. Speichere so oft es nur geht, sonst bist du frustriert und traurig. Egal wie es steht. Können wir eigentlich mit Julia sprechen? Ich nehme an, dass sie nicht da ist. Storybedingt, ja. Schade, schade. Wir könnten uns hier unseren zweiten Wohnsitz einrichten. Okay, genug rumgeplödelt. Wir müssen zu unseren Freunden. Seit Tagen und Wochen in Echtzeit. Weiter nach Westen. Schwupps. So. Einmal durch. Jawohl. Gar kein Problem. So. Hoffen wir mal, dass wir nicht etwaige Story-Events übersprungen haben. Aber mit der Gefahr muss ich jetzt leben. Bin ich hier überhaupt richtig? Nee, ich bin hier doch gar nicht richtig. Ach Mann, ich dummer Dumme. Ich dummer Dummi. Ich bin hier doch komplett und ganz und gar falsch. Aber Pizza Juice verirrt sich in seinem Playthrough auch immer wieder. Aber ich habe das Spiel 100, 200 Stunden gespielt gehabt, also für mich ist es definitiv peinlicher, wenn das passiert. So, hier jetzt gleich irgendwo unter die Unterführung. So. Ja. Jetzt sind wir da! Hi. Habe ich noch nicht, das kleine Panpo. Nehme ich mit. Schade. Bedauerlich. Ich dachte, dir ist auch daran gelegen, dass wir Freunde werden. Schön. It does not thrive in dry environments. It keeps itself damp by shooting water stored in its head, tufted from its tail. Gehen wir Kane ein bisschen unterstützen. Moment, das kann so nicht stimmen. Story-Event. Kane? Okay, Kane. Ich nehme an, da darf ich jetzt rein. Bin ja regulär hier hingekommen. So. Hi. Next time someone asks you for a password, tell them antidote. That will stop you and your party from taking poison damage while walking around. Okay. Das kennen wir schon. Ja. Genau. Einmal die Shortcut freigeschaltet. Und rein da! Endlich! In zwei Türchen? Gut, wir sind auf alles gefasst. Außer vielleicht darauf, dass ich endlich mal wieder ein neues Team-Pokémon haben möchte, das kein Arena-Leiter ist. Und alle vor dem Bildschirm verdrehen die Augen. Mann, jetzt mach doch einfach mit der Story weiter ab. So, da ist unser neues Pokémon. Wigglytuff, aka Knuddeluff, aka Sewina. Ich habe es einmal in Shiny gelassen, um zu zeigen, wie ich es nicht lassen möchte. Denn mir gefällt es normal mit seinem hübschen Pastellpink tatsächlich. Ja, hier ist es ein bisschen, ja, bisschen greller. Aber mir gefällt es so ganz gut. Eines meiner Lieblings-Pokémon mag ich deutlich mehr noch als Pummeluff. Hat leider sehr niedrige Werte, aber das ist ja in meinem Team okay. Hat die Ability Competitive, sharply raises its special attack if a foe lowers its stats. Das können wir gebrauchen. Und ich habe ein bisschen mit den Attacken nachgeholfen. Thousand Waves, Fleur Cannon, ganz nett. Probieren wir mal aus. Sewina wird sich sicherlich gut in unserem Team machen. Ja, so. You got in! Thank God, goodness, I don't even want to think about how long the kids have been left hanging.
They better be safe, or we're gonna have to track that court fool down to misery. This way's locked, so only one way to go. Better hope that's where they are. Well, that is locked. Dragon gem. Thank you. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder, welcher Abschnitt jetzt kommt. Es hat etwas gedauert. Yureyu Corporate Headquarters. Von Yureyu haben wir schon mal gehört. This is the old Yureyu building that was destroyed in the earthquakes. Ha, it's kinda creepy, huh? Could they really be in here? Hey Aiko, I'm gonna follow your lead here. Never really done the whole team up thing before, so... So be gentle, Senpai, it's my first time! Einmal in Speedmode ausschalten, so. Come with me, the time is right. There's no better team. Arm in arm, we'll win this fight. It's always been our dream. Okay, das ergibt nicht mal Sinn. We've gotta find them. Who knows what Dr. Giza is gonna do if we don't? Giza, I know. Senpai, I'm kidding, okay? Don't look at me like that. Oh, doch. Sei froh, wenn es nur bei Blicken bleibt. Hm? Ja, okay. Davon brauche ich nicht noch mehr. Gut, gehen wir. Alles ruhig bisher, das bleibt nicht so. In der Tat bleibt es das nicht. Hi! So, that girl with the Lapras is gone, right? Seems like now is our chance. Hilda, die kennen wir, und Ricardo kennen wir natürlich auch sehr, sehr gut. 1000 Waves, bitte. Hat nicht viel gebracht. Und sie stürzt nicht alle auf Siwina. Da täusche ich sie doch direkt mal aus gegen Aya. Sehr gut, Nidoking. Das bringt so gar nichts. Aquatail einmal auf Whirlipeed. Schade. Na gut. Dann einmal Hydro Pump auf Leywon. Ja. Yep. Bis hierhin bin ich ganz zufrieden. Mit unserer Teamarbeit, Kane. Würde fast so weit gehen, mich Abel zu nennen. We still lost? Come on. Even with that girl gone. I hope I never see her again. Or you. When are you gonna stop getting in our way? Vielleicht sollte dir langsam jemand sagen, dass das nicht passieren wird. Surprised to see us here? Nein, ich habe euch schon um die Ecke gesehen. It's just adorable how everyone actually thinks earthquakes destroyed Yureyu. Das, ihr seid wahrscheinlich die einzigen, die das angenommen haben. Kenneth und Brenna! Mit zwei Flug-Pokémon, kinda. Fleur Cannon können wir doch einmal auf Emolga einsetzen. Was soll der Geiz? Ja. Los geht's, Siwina. Oh, come on! Siwina, jetzt aber! Okay. Lassen wir Kane die ganze Arbeit machen, nachdem wir ihn von der Insel gerettet haben. So, Feld aktiviert. Und es funktioniert. Danke, Julia. Wie immer deliverst du. Was kann man mehr wollen? Go, Batum. Fantastisch. Ich liebe diesen Ball. Hey, Aya. Löse dich aus deiner Depression und hilf mir ein bisschen aus. Dann bekommen wir beide bessere Laune. Das war mein Ziel! Kane, alles klar. Do whatever you want, it won't make a difference. Yes, earthquakes did it. Not us, no!
You guys are so cute when you are misguided. We've had Ueyo under thumb for quite some time anyway. Dieses kaputte, blitzende Gebäude? Ja, herzlichen Glückwunsch zu dieser Immobilie. Okay. Kane hat mich geheilt, alles klar, dann geht's so weiter. Da sehe ich jemanden, den ich unbedingt retten möchte. Shelly! Now, don't take another step closer or we will cut her throat. Valide Drohung. Aiko. Kane. Just keep moving and we will pretend we didn't see anything, got it? I'm scared. They said you wouldn't hurt her. Not if you don't interfere. Hey now. It's okay. Just go on. It doesn't matter what happens to me. Find the others, okay? I'm sorry, Shelly. We'll come back for you, I promise. Okay, da können wir wohl nichts machen. Hey, back off unless you want her to get hurt. Okay. Da war noch something. Irgendein Dialog war da noch. Egal. Wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Da ist die nächste, die ich aber wahrscheinlich nicht retten muss. Die rettet sich selbst. Ich muss wahrscheinlich die Quans vor ihr retten. Charlotte! Charlotte! Charlotte? Hab ich sie Charlotte oder Charlotte? Charlotte. Charlotte klingt besser. It's about time you showed up, Princess. We came as soon as we could. Not in the usual way. Back away or we will kill her. Really, guys? You're still on that? Well, you know, it's what the boss said to say, so... Serious, right? Whatever, just forget it for now. Come on, meet my friends. This is Aiko and this is Princess. Aiko, Princess, meet Simon and Tara. We've met. Yeah, Aiko beat us before. I'm still mad about that. To be fair, didn't you kinda start it? Wait, Charlotte. What do you mean, friends? With Team Meteor? Naja, das hat Kane ja auch schon ganz gut gemacht. They are people too. They just happen to be on a different side than you. And you! Details. It beats being tied up anyhow. It's not like we can just let you go because of a casual conversation. Right. Well, the hard way it is then. Well then, do you guys want to do the honors? The hard way is my specialty. Ja, Charlotte versucht sich einfach mal mit den Quans anzufreunden, um loszukommen. Die Frau kann mehr als nur Leute verbrennen und draufschlagen. Fleur Cannon auf Cunnywine. Komm, gib ihr den Rest. Sehr schöne Attacke, sehr schöner Effekt. Thousand Waves. Ah ja, kann mich nicht beschweren. Jetzt schon. Mist. Shelly! Es geht weiter mit dem nächsten Fliegengewicht. Dieses Onyx erinnert mich daran, wie sehr ich mich auf mein Stalos freue. Auf mein goldenes Stalos. Aber das ist ein S. Das wird noch länger dauern. Das ist ein echtes Endgame-Material. Gute Arbeit. Ja, wir bleiben dabei, ne? Okay. Das dritte Fliegengewicht, obwohl Aya ja eigentlich ganz mannigfaltig unterwegs ist. Selbe Attacke. Anderes Pokémon.
Gut. War nur eine Frage der Zeit. I knew she would invite trouble. Would you stop that? Charlotte, tell your friends to stop being strong. Why don't you just stop being bad? Yeah, you show her. Quit Team Meteor, join the good guys. I cannot. Why? When our work is done, we will have a new life. Not just for our sake, but for the sake of everyone. Team Meteor is going to rebuild the world. By helping make it happen, we earn a place at the top later. And this world? Erased. Vanished. Ja, das wird bestimmt funktionieren. Gone. But we will live on. The world is not what matters. Its people do. And justifies the means. Exactly! Well, that's cool, I guess. Anyway, I'm going. Bye. And it's not like you can stop me, so don't even try. Hold on, Shelly was on the floor below. Didn't you rescue her? We couldn't even get close to her otherwise. Otherwise... Also das mit der Betonung, das kommt langsam wieder ins Schlauchen. Aha. Also Charlotte hat so viel Kante, dass man sich wirklich am Vorbeigehen an ihr schneidet, aber ich liebe es. We are not evil. We are trying to fix things. Ja, redet euch das nur ein. Although people may be hurt or even die, when we recreate the world, their suffering will be erased. Perhaps even those that have been wrong can be restored to life. Ideologische Verblendung 1x1. The day when Team Meteor rebuilds is coming closer and closer. Even if we lose now, it won't matter. Soon the world can be transformed into a true paradise. Ihr habt so ein Glück, dass wir die Good Guys sind und euch nicht einfach töten, wie wir es tun sollten, weil wir uns dann 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kämpfe gespart hätten, wenn wir euch beim ersten Mal ausgelöscht hätten. Was durchaus gerechtfertigt wäre, meiner Meinung nach. Ich hätte die einfach aus dem Weg geräumt, dann hätte Team Meteor aber ganz schnell ein Personalproblem. So, das werden sie gleich ohnehin haben, fürchte ich. Don't come any closer or we'll cut your throat. Charlotte, do it then. What? Kill her. See if I care. Charlotte. She's not my family or anything. I'm just flipping the switch to get upstairs. We really will! What you do to her doesn't affect me at all, so do whatever you want. Hey, be careful. 5 gate open. Aiko, now! Das war ziemlich smooth. Coleman und Mary. Die räumen wir jetzt ganz smooth aus dem Weg, ohne sie zu töten. Können wir uns mal darauf einigen, dass Elektrobeil eigentlich ein Stahl-Pokémon sein sollte? Eine ganz neue Art und Weise, Bitum zu gehen. Self-Destruct 200. Ja, klare Sache, ne? Da freut sich Julia. Da kommen ihr die öligen Freudentränen. Probieren wir es. Ach so, es gilt dann erst ab dem nächsten Kampf. Das ist ja seltsam. Okay, ja, du bist da, um aufzuräumen. Oder auch nicht. Dein Bruder hat's dir weggeschnappt. Aiko defeated Meteor Quant Coleman and Meteor Quant Mary. Did that really just happen? Natürlich, was habt ihr denn erwartet?
Charlotte, I thought you really did want me dead. Of course not. You helped me escape from the orphanage. You have my respect for that. But you can make someone lose control by making them believe they already don't have any. I don't want you hurt, Shelley. Now let's go. Heather and the twins are further up. Charlotte ist ein Traumprinz. That girl is good. You sure she doesn't want to work for us? Sie ist, wie du schon sagtest, gut. Also nein. Oh well, I'm sure the boss already has what he needs. Natürlich. You were just stalling, wie immer. So, machen wir mal noch ein bisschen weiter, auch wenn mir langsam der Hals wehtut. Okay. They've got the other ones in cages. That's so mean. In der Tat. Even I just had guards. How can they think treating anyone like this is okay? Even criminals don't deserve this. In Gefängniszellen zu sitzen? Naja, also eigentlich doch. So you're keeping them locked up like we're in a zoo. Classy. What kind of corporate building has cells like these in it anyway? This hasn't been a corporate building for a long time. Surely you've heard how years ago Ueo was the centerpiece of Weebon's economy. Yeah, the economy was booming and then it was striken by earthquakes and then it was over. Wrong! Earthquakes didn't destroy Ueo. Team Meteor did. We infiltrated the company over time and shut them down from the inside out. And it was the closure of Ueo's power plant that led to the city's downfall. So then Team Meteor was successful in destroying Weebon City the first time. Bingo, kiddo! We were set to do it again by destroying Julia's gym, the new power plant. But someone got in the way! And here you are again. Here I am again. Sounds like a nice time for revenge, yeah? Okay then. Night Wingo und Night What? Ernsthafter Kampf. Und dennoch rechne ich nicht mit großen Schwierigkeiten. 1000 Waves, nein. Giro Ball, vielleicht. Okay. Danke, Serena. Gut. Okay. Erwartbares Ergebnis. Gut, du nimmst den einen, ich nehme die andere. Yep, funktioniert. Klassische Kombination, die wir mit Petal Dance ausmanövrieren. Diese Quid-Geräusche, die mag ich sehr, sehr gern. Schön. Ein Quid-Sound nach dem anderen. Ein Quid-Sound nach dem anderen. Zack, 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 zack. One day, you will see. Nein, ich töte dich jetzt einfach. Even if you beat us, you won't stop us. Wenn ich euch doch einfach töten könnte. Do as you please, it won't make a difference. They took Anna upstairs. Heather too. The doctor is there and the other weird guy. Uh-huh. Well, I'm sure it's nothing Aiko and our princess can't handle. You're really sticking with that name, huh? You earned it. They also took something from Anna. It's an amethyst pendant. Anhänger. It's very important to her. It was a gift from our real father. When we were left at the orphanage, all we had was Nomos, Nostra and that pendant. Why would Meteor want something like that? Well, whatever. I'll work on getting this cage open. You two go on ahead. Call me if you need a match. If it comes down to it, I'll just melt through it, but let's see. Ja. Charlotte meinte gerade eben ein Streichholz, falls das jemand nicht verstanden hat.
Weavon is our territory. It is a sacred crown, and it will not be violated. Don't tempt yourself with delusions of victory. We have this place in the palm of our hand. Aha, sicher, ihr seid so gute Verlierer. Okay, der Doktor wartet oben, und das könnte ja dann vielleicht auch heißen, dass wir einmal das Team durchwechseln sollten. So, was haben wir denn Gutes gegen Elektro? Nichts. Außer vielleicht Slug. Wobei, das ist halt auch Water, ne? Florinia könnte helfen. Wird es einen Doppelkampf geben? Wir nehmen auf jeden Fall mal Florinia an die Spitze. So. Die jetzt folgende Szene ist die, die ich verwechselt hatte mit der Szene, wie wir Heather ursprünglich retten aus der Orphanage, aus dem Waisenhaus. Das jetzt war die Szene, die ich da verortet hatte. Eine wichtige Entscheidung steht uns bevor. So, you've come again. I confess it was fortunate that Sirius of this Team Meteor came to me with the proposal that he did. He had the means to capture my fugitives, and for payment he needed only to extract from this girl a single object. A ruby wing. If it's just a wing you want, what are you even doing keeping her up here? I ask myself the same. Treatment has not been called for, if that is your concern. At Sirius' behest, I was to detain and question her. But that is demonstrably fruitless, given that she has become withdrawn to the point of silence. Wegen wem? And whose fault do you think that is? After what you did to her, she may not even be able to speak at all. Loss of speech is not among the effects of electroconvulsive therapy. Trust me to know my trade. She has most certainly not lost ability to speak only her will. And yet, you appear to have constructed a certain image of me in your mind already. Do you intend to fight me regardless of what I say? Da ist die Entscheidung. Wir können uns tatsächlich entscheiden, ihn links liegen zu lassen. Ich glaube, wir können Heather dann dennoch mitnehmen oder befreien, was auch immer. Aber wir bekämpfen ihn dann nicht. Und das hat später Konsequenzen. Und deswegen tun wir das dieses Mal auch, denn Pizza Juice hat ihn auf meinen Rat hin, auf meine Bitte hin nicht bekämpft. Ich habe dann gesehen, was es macht, und ich weiß, was es macht, weil ich es beim ersten Mal natürlich getan habe, weil er ein Drecksack ist, ein Psychopath. Deswegen tun wir es jetzt wieder. So be it. Und es ist ein schwieriger Kampf, definitiv. Und deswegen volle Konzentration. Dachte ich mir. Deswegen greife ich Trampa an. Ah, nicht gut. Jetzt wechselt er aus. Sehr schlau. Aber da hat er nicht mit mir gerechnet. So. Wir haben da Fee Elektro und nehmen dann einmal Earthquake. Das war jetzt natürlich auch schlau. Gut, dann hole ich mir seinen Raichu gleich. Und zwar mit Psychogenie. Ja, das Pizzajuice hat ja selbst eine Schwäche dagegen. Ich probiere es dennoch. Ah, Mist. Okay, das war gar nichts. Wir sind natürlich doppelt so viele Pokémon. Das ist an der Stelle nochmal ein großer Vorteil. Es ist immer noch die erste Hälfte von Reborn. Also da
ist es noch einigermaßen leicht gehalten. Ich habe keine anständige Drachenattacke, fällt mir gerade ein. Ja, nur der 40er Schaden. Der Boss. Aber erstmal holen wir uns Trampa. Danke, Kane, dass deine Pokémon wenigstens kompetent agieren. Okay. Komm, drauf da jetzt. Ja. Hat immer noch zwei. Hat er 12? Nein, das glaube ich nicht. Das dürfte es gewesen sein, ja. Your silence does not eclipse your impertinence. Wie du meinst. Ja. Kane lässt sich Zeit mit ihm. So wie er es mit Heather getan hat. Bye bye, Loser. Huh. Lass ihn uns abschlachten! Just as well. I'm sure this will be settled in short order nevertheless. Da geht er weg. Heather, are you okay? Still nothing, huh? What's wrong? Also nach so vielen Traumata darf man auch einfach mal die Schnauze halten, Kane. Das ist in Ordnung. Können wir sie nicht wenigstens runterbringen, Heather? Okay. Ich glaube, wir haben gleich noch einen großen Gegner vor uns. Natürlich. Is that so, Doctor? Aiko! Kane! Hey, we finally made it! So you failed to defend your patients and now you expect me to bail you out? I was simply informing you. Doctor, it was your goal to keep the children captive, not mine. All I sought was to obtain a certain artifact. You were the one who insisted they be kept for? Of course, I hadn't expected to find two of them. It's strange, isn't it? We need only ensnare Ruby and we caught Amethyst too. Ja, Solaris hat uns ja, glaube ich, ich hoffe, das ist jetzt keine Spoiler-Information, in der Ruine schon mal angedeutet, dass es vier Elemente gibt, die man braucht, um diese Tür zu öffnen. Give me back my pendant! It's the only thing I have left of my father. Your father? Ah, I suppose I can see the resemblance. You knew my dad? He was a fool. The unrefined, short-sighted type. Irgendwie so wie die ganze administrative Ebene von Team Meteor. The type that history tries too hard to forget. Don't say things like that! Ah, but it is so true. The gems of your ever so precious panda that he gave you. Warum schatten wir ihn nicht ab? They were not always the brilliant polished crystal, you know. Stones must be cut to be shaped. People are the same. Sometimes the stone breaks if you make the wrong cut. And your father, the miserable, treacherous lout that he was, well, he was very broken indeed. Hey, buddy, I think you should stop talking and give the girl back her stuff. Is that what you think I should do? This conflict is as pointless as it is annoying. After all... Ow! Need I say more? Serious, I cannot abide by this. Nor can you stop it. Was, hast du jetzt moralische Bedenken? Kane. Hey, no. Nobody wants this to happen, right? We can work this out, right? I wonder. Wait, I know. Look, you lost the shipment, right? I picked this up. It was supposed to reach you.
Das, Queen Crystal thing. Nein! Nein, gib es ihm nicht! Der Emerald! You have the Emerald Fruit. Das sind dann 3 von 4! And here I thought that old Sealot's daughter still had it. It seems this truly is history in the making. The Brooch for her life, then. Aber wir hätten dich doch sowieso gehen lassen, auch wenn du sie nicht bedroht hättest. Sure, whatever, yeah. Give it here, boy, and slowly, no sudden movements. Kane handed over the Emerald Brooch. Go. Immerhin ein Mann deines Wortes. Nostra says we need to leave here right away. You don't have to tell me twice. Let's scuttle! To have 3 of the 4 already, how marvelous. Serious, I have some concerns. Not now, Doctor. You've been useless enough already. Are you determined to make yourself a detriment? I... Leave me. No, hold on, ist schon weg. Something is not right here. Das hatte ich ganz vergessen! Das hatte ich ganz vergessen! The loss does not quite. This isn't the brooch! Have I been tricked? No, this isn't the crystal at all. It would not cut like this. But I have seen this before this. No, this is... Verdict Knight! Kane, du hast gerade wieder durch meine verlorene Erinnerung extrem in meiner Sympathie zugenommen. Cooler Typ. Schön das klassische Story-Trope umgangen, dass man einfach den Charakter für das eigentlich wichtige Objekt eintauscht, weil der Charakter ja wichtiger ist. Er hat den wichtigen Charakter bekommen und dennoch Schrott eingetauscht. Oh, und diese Musik. Oh mein Gott, ja. What was that explosion? No idea, just keep running. Anna, are you okay? I'm fine. Nothing's wrong. Heather, keep up. We are almost out of here. Die ganzen Teleportgeräusche auch. Sehr schönes Detail. We've gotta go back. The door's locked. Then we just have to hope this key unlocks it. Verdammt nochmal. Easy. Where did you get that? Pickpocketed a meteor. We all still going to my sister's place in Crystalia? I don't have anywhere else to go, so now that I'm on the run, I guess. Hey, we should go quickly, okay? Nostra isn't feeling very good. You mean you aren't? You look pale. No. It's definitely Nostra. She says she's dizzy and tired and... Yeah! Ach, Anna. Lass mich dich umarmen. Uh-huh. Okay, then let's hurry. The rail net's exit should be shy of straight east. Try not to get lost. Okay. Ihr merkt es, ich kann nicht mehr so gut lesen. Oder sprechen. Awakening, danke. Das bräuchte ich jetzt auch. Ja, hier erwarten uns noch einige Herausforderungen. Ja, und hier können wir auch einfach zurücklatschen. Kein Problem. Ja, hi! Gut. Okay, das war ein langer Reborn-Part. Wir gucken mal jetzt im Nachhinein, wie das mit der Audio gelaufen ist. Ihr werdet es schon wissen, ich hoffe gut. Ich denke, es war insgesamt noch ein bisschen leise, dass ich zu sehr verstärken musste dann im Nachhinein für euch. Aber wir kriegen das noch hin. Und ich bin froh, dass es weitergeht mit Reborn. Ich bin froh, dass wir diese Nebenquest endlich hinter uns haben, dass wir jetzt dabei sind, Reborn City zu verlassen. Die Story nimmt jetzt langsam Fahrt auf und einige freudige Ereignisse erwarten uns. Ich bin höchst aufgeregt und ihr hoffentlich auch. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei in der Staubstube. Verzeiht mir meine Versprecher. Dankeschön. Tschüss.